Kennst du vielleicht Brawlerin Mandy? Bisher falsch? In diesem Video ihre Taktik, Ausrüstung, beste Game-Modes und Teams. Und schreib doch schon mal in die Kommentare, welchen Brawler-Guide du gerne als nächstes hättest. Wie spielt man Brawler Mandy überhaupt? Mit ihrem Hauptangriff Bonbonspender verschießt sie Bonbons. Dabei ist besonders, dass sie stillstehen muss, um die volle Reichweite zu haben. Das ist natürlich sehr unangenehm. Und damit ist sie nicht so einfach zu spielen. Dafür ist ihre Reichweite dann sehr hoch und ihr Schaden kann sich durchaus sehen lassen. Sie ist nicht so stark, wenn du schnell Schaden machen musst. Wichtig ist, dass du sie auf Distanz spielst und dabei in Sicherheit bist. Finde eine gute Stelle, wo du mit ihr campen kannst. Übe das Treffen mit Mandy. Wichtig, egal ob du lange oder kurze Reichweite hast, sie macht immer gleich viel Schaden. Nur die Reichweite ändert sich. Darum verlass dich nicht nur auf ihren Fokusschuss. Wie spielst du Mandys Super Skill optimal? Versuch mit ihrem Super Skill so viel wie möglich herauszuholen. Wenn du mehr als einen Gegner triffst, kannst du ihre Super chainen. Also achte darauf, wenn deine Gegner zusammenstehen oder sich gemeinsam verstecken, um sie dann zu treffen. Studiere die Bewegungsmuster deiner Gegner, um zu wissen, wo du sie treffen kannst. Verschwende deine Super nicht. Spar sie dir für den optimalen Moment auf. Benutze die Super, wenn du dich selbst hinter einer Mauer versteckst, da die Super Skill Mauern durchdringt. Und weil du dich nicht bewegen kannst, während du die Super verwendest. Manchmal, wenn du weißt, dass deine Gegner tiefe HP haben und sich irgendwo im Busch verstecken, kannst du auch einen Glückstreffer mit der Super versuchen. Was ist die optimale Ausrüstung für Brawlerin Mandy? Bei ihr ist die Wahl des Builds besonders wichtig. Je nach Map kann er etwas unterschiedlich sein. Bei den Gears wähle ich Schild, weil sie oft stillstehen muss. Wenn es viele Büsche hat, nehme ich Vision Gear dazu, sonst die HP. Ihre erste Star Power in Sichtweite verschießt ihre Bonbons schneller, wenn sie fokussiert ist. Das macht es für die Gegner leicht schwieriger, ihr auszuweichen. Ihre zweite Star Power, süßer Schutz, gibt ihr ein Schild, wenn sie fokussiert ist. Meistens finde ich die erste besser, weil du so mit ihrem Fokusschuss besser treffen kannst. Die Distanz ist groß und darum zählt die Geschwindigkeit. Aber auch das Schild kann sehr nützlich sein, wenn du oft getroffen wirst, während du zielst. Bei den Gadgets verlangsamt karamellisieren die Gegner für kurze Zeit. Und Kekskrümel durchstößt Mauern und Objekte. Für Knockout und Bounty, wo sich Gegner gerne verstecken, wenn sie tiefe HP haben, empfehle ich eher das Mauer durchstoßen. Bei offenen Maps oder in anderen Modes kann das andere Gadget sehr stark sein, um die Gegner zu verlangsamen. In welchen Top 3 Spielmodi und mit welchen Teams ist Mandy am erfolgreichsten? Ihr Nummer 3 Game Mode ist Duo Showdown. Sie kann mit ihrer Reichweite hier gut einen starken Teammate unterstützen oder mit einem anderen Distanzbrawler zusammen punkten. Hier ist die Tierlist der besten Mitspieler für Mandy. Im S- und A-Bereich sind die besten Teammates. Nummer 2 für Mandy, Knockout. Hier sind ihre aktuellen Top 5 Knockout-Teams. Und ihr Nummer 1, Eliminierung. Und hier sind ihre aktuellen Top 5 Teams in Eliminierung. Mandy ist die Knockout-Eliminierung und Kopfgeldjagd so stark, weil sie ausgezeichnete Reichweite hat, Gegner gut treffen kann, vor allem wenn sie tiefe HP haben und hinter einer Mauer heilen wollen. Und weil diese Maps meistens sehr offen sind. Sie kann gut aus sicherer Distanz zielen und treffen. Willst du bessere Mitspieler, dann teil das Video jetzt mit deinen Freunden. Und abonniere meinen YouTube-Kanal für mehr Brawl Stars-Videos.